Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video mal genau an, was Namespaces genau sind. Das erste, was wir ja festgestellt haben, als wir eine Konsolenapplikation in C# generiert haben, ist, dass die Main-Funktion in einer sogenannten Klasse liegt, innerhalb deren geschweiften Klammern. Und dann haben wir festgestellt, dass eine Klasse wiederum in einem sogenannten Namespace liegt. Und in diesem Video schauen wir uns eben genauer an, warum überhaupt Namespaces und wie definiere ich sie. Wir schauen jetzt hierzu mal in die Klasse Person, die wir hier haben. Und wir sehen hier eben, grundsätzlich ist erstmal zur Namespace-Definition, wenn man einen Namespace aufmachen möchte, schreibt man eben das Schlüsselwort Namespace. Danach den Namen des Namespaces. Dann folgen zwei geschweifte Klammern. Und in diesen geschweiften Klammern kann man dann beliebig viele Typen, beispielsweise Klassen, generieren oder erstellen, definieren, wie auch immer man das nennen möchte. Und dieser Namespace bildet dann mit dem Typ Namen, in unserem Fall hier eben die Klasse, den sogenannten vollqualifizierten Namen. Wie würde der aussehen? Ich mache es hier als Kommentar einfach mal drüber. Person-Klasse, die wir hier benutzt haben, die würde tatsächlich eben HelloWorld.Person heißen. Warum macht man das Ganze? Wenn man C betrachtet, wo es eben das Konzept der Namespaces nicht gibt, kam es häufiger vor, oder kommt es wahrscheinlich immer noch, dass Funktionen entwickelt werden, die gleiche Namen tragen. Das heißt, wir haben den Programmierer A, der denkt sich eine Funktion tue das aus und hat damit eben seine eigene Implementierung im Sinn. Dann kommt der Programmierer B, möchte eine ähnliche oder etwas andere Implementierung machen und diese verwenden aber den gleichen Funktionsnamen. Und ich als dritter Programmierer möchte jetzt beide Funktionen nutzen. Sobald ich aber beide Header-Files in diesem Fall eben in C einbinde, dann bekomme ich ja das Problem, welche Funktion soll ich denn jetzt eigentlich mit meinem Bezeichner hier referenzieren, wenn ich die aufrufe. Und genau das ist der Grund, warum Namespaces eingeführt wurden. Man nimmt an, dass jeder Programmierer sich einen eigenen Namespace zuordnet und durch den sogenannten vollqualifizierten Namen, eben hier Namespace und Typname getrennt mit einem Punkt, kann man dann eben Typnamen, die von mehreren Programmierern gleich gewählt wurden, letztendlich doch noch unterscheiden. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal in der Main-Funktion an. Wir haben hier einfach New Person geschrieben. Was wir eigentlich hätten schreiben sollen, wäre HelloWorld.Person gewesen. Dass wir eben hier diesen voll qualifizierten Namen angeben. Wir müssen das in diesem Fall nicht machen, weil sich unsere Klasse Program, wo die Main-Funktion drin ist, ebenfalls im Namespace Hello World einbezieht. Das heißt, man sieht ja auch schon, mein Code-Unterstützungstool sagt eben, ich muss diesen Qualifizierer nicht aufführen. Das heißt, ich kann ihn weglassen. Implizit wird dieser aber beim Erstellvorgang vom Compiler gesetzt. Das heißt, der Compiler sucht eben, gibt es eine Klasse Person in einem bestimmten, in diesem Namespace hier? Wenn ja, wird er gleich hier mit vorne rangestellt. So, das zweite ist, man kann mit diesen Using Statements, die wir hier oben immer sehen, das ist eben hier dieses Using System Collections Generic, Using System Component Model. Das sind eingebundene andere Namespaces und diese Namespaces sind letztendlich hier in diesen
Assemblies, die wir vom .NET Framework referenziert haben, definiert. Das heißt, auch der Code von .NET ist letztendlich in Namespaces strukturiert. Wir sehen das eben hier bei Console. Wenn wir hier mal mit Rechtsklick und Go to Definition draufschauen, hier, dann sehen wir eben, diese Klasse Konsole ist offensichtlich im Namespace System und benutzt selber diese Namespaces innerhalb des eigenen Codes. Wir müssen hier unten allerdings nicht wirklich System.console schreiben, wie wir hier sehen. Das erreichen wir eben, indem wir hier oben dieses Using Statement einführen. Das heißt einfach, wir möchten, dass der Compiler versucht, Typnamen, wie dieser Klassenname Konsole, anhand dieses Namespaces, in dem wir sowieso schon sind, aufzulösen und anhand der Using Statements, also der eingebundenen Namensräume von Namespaces, in denen wir uns selber gerade nicht befinden. Und wenn ich jetzt diese Using Statements einfach mal wegnehme, standardmäßig sind hier schon einige eingebunden, damit man diese Typen auch in IntelliSense sieht, dann sieht man eben jetzt, dieser Aufruf funktioniert noch, wie man sieht, und hier unten schlägt mein Code-Unterstützungstool, möchtest du hier bitte den Namespace System einbinden? Kann ich mal machen. Und dann sehen wir eben hier, dass dieses Using System eingebunden wurde. Ja, standardmäßig hat man hier eben in neuen Code-Files einige Namespaces eingebunden, die man aber teilweise auch gar nicht braucht. Und dafür gibt es auch in Visual Studio einen Shortcut. Dafür nutzt man den Rechtsklick und geht hier auf Organize Usings und hier gibt es den Remove and Sort Befehl. Wenn man den klickt, dann werden die nicht genutzten Namespaces oder Using Statements aus der Datei entfernt und die genutzten werden auch noch sortiert, alphabetisch. Ja, so viel zu den Einbindungen. Man kann Using Statements im Prinzip überall hinschreiben, wie man hier sieht, solange sie eben vor dem eigentlichen Gebrauch eingesetzt werden. Es ist aber, ich habe es noch nie anders gesehen, dass die wirklich am Anfang einer Datei stehen und ich würde Ihnen auch raten, dass Sie diese Konvention einhalten, weil ein Programmierer, der jetzt auf Ihren Code schaut, der erwartet einfach, oben in der Code-Datei sind Using Statements, dann wird ein Namespace aufgemacht. Dann kommen Typen. Üblicherweise hat man eben auch eine Datei pro Typ. Und das können wir uns ja auch nochmal anschauen. Wir haben eben hier im Hello World Namespace die Klasse Programm definiert. Und wenn wir in anderen Dateien, die auch zum Projekt gehören, eben die Klasse Person auch im Namespace Hello World machen, dann machen wir diesen Namespace hier ganz normal wieder auf. Der Compiler sorgt beim Erstellvorgang dann einfach dafür, alles, was im selben Namespace liegt, dass wird dann auch letztendlich, wenn die Assembly erstellt wird, dem Namespace zugeordnet. Also mein Punkt gerade eben ist es einfach, diese Namespaces können auf mehrere Dateien verteilt sein. Wichtig ist der Name. Was nicht geht, ist, dass man Namespaces schachtelt. Wie man hier sieht. Also ich kann hier nicht innerhalb eines Namespaces noch einen zweiten aufmachen, wenn ich das... Na doch, ich könnte es schon. Aber dieser Namespace hat dann nicht die Struktur, dass man hier eben Hello World.myNamespace und dann liegt hier eben meine Beispielklasse A jetzt drin. Das ist dann nicht der Fall. Und das ist auch nicht üblich, dass man das macht. Wenn man unter Namespaces machen will, dann sieht man auch schon am .NET Framework, wie das hier gemacht wird. Man gibt einfach im Namespace-Namen noch einen Punkt an. Das machen wir jetzt einfach mal. Nehmen wir mal an, wir möchten jetzt Klassen schreiben, die sich mit Persistenz, also mit dem Speichern und Laden auf
langanhaltenden Medien beschäftigen, dann könnten wir hier einen Solution Folder, ich mache das mal ein bisschen größer, Entschuldigung. Also ich habe hier einfach einen Rechtsklick gemacht und ein Add und einen neuen Ordner. Und ich nenne diesen Ordner jetzt eben Persistenz. Und standardmäßig sind dann eben alle Klassen, die ich hier hinzufüge. Die Klasse dazu könnte ich ja ebenfalls eben Persistenz nennen. Dann sieht man eben, dass hier standardmäßig gleich Hello World.persistenz und hier dann meine Persistenzklasse verwendet wird. Also der Namespace, wenn man unter Namespaces machen will, gibt man diese eben nicht geschachtelt an, sondern eben hier einfach mit einem Punkt und dann dem Unter-Namespace. Was man hier quasi sieht, dass man hier einen neuen Ordner im Projekt hat. Man sollte sich an diese Ordnerstruktur letztendlich auch in den Namespaces halten. Das heißt, wenn ich hier ein Projekt habe, das Hello World heißt, dann sind sämtliche Klassen und oder Typen allgemein, die direkt unter diesem Hello World Baumknoten sind, die sind eben im Namespace Hello World. Wenn ich einen neuen Ordner aufmacht, der dann Persistenz heißt, liegen diese Klassen hier drin eben im Namespace Hello World.persistenz. Also man sollte bei der Projektstruktur darauf achten, dass die Namespaces genau so aufgebaut sind wie die Dateistruktur letztendlich, die man im Projekt anlegt. Und wir können das Ganze auch nochmal im Datei-Explorer uns anschauen. Mal ein bisschen größer machen und wir sehen hier eben, wir haben hier eben unsere ganz normalen C#-Files, wo unsere Klassen drin sind, die wir bis jetzt geschrieben haben. Und wir haben hier den neuen Ordner Persistenz, also es wird dann tatsächlich auch in den richtigen Ordner gemappt und wir sehen hier eben, dass wir dann die Persistenzklasse hier haben. Ja, bei Using Statements gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass man nicht nur komplette Namensräume einbindet, sondern dass man bestimmte Typen aus Namensräumen einsetzt. Wann passiert das? Im ähnlichen Fall wie, also im Prinzip geht es darum, dass eine Klasse oder ein Typ, den man nutzen will, eben einmal in einem Namespace vorhanden ist und in einem anderen auch und man möchte eben beide Klassen beispielsweise nutzen. Das ist der Fall bei Timer. Also wenn ich mir einen Timer erstellen möchte und ich nehme mal dieses Using Statement hier weg, dann sieht man hier in meinem Code-Unterstützungstool, dass ich hier mehr Vorschläge bekomme. Ich kann hier eben einmal den System.threading.timer nehmen und einmal den System.timers.timer. Und ich möchte beispielsweise den haben und dazu aber eben noch irgendwas aus dem anderen Namespace nutzen. Dann wäre ebenfalls die Möglichkeit, dass ich eben System.timers hier einbinde. Und wenn ich aber aus dem Namespace Threading eben auch noch beispielsweise den Thread nutzen möchte, dann sieht man hier oben, kann man das auch so angeben. Ne? Also ich habe jetzt hier den Threading Namespace normal eingebunden und der Timer, den habe ich eben definiert als System.timers.timer. Und so kann man eben mit Using Statements Namenskonflikte auflösen bei unterschiedlichen Typen, die in unterschiedlichen Namespaces liegen. Wobei man diese Schreibweise hier eher selten sieht. Also man sagt dann einfach, wenn
oder man teilt dem Compiler mit, wenn du dieses Timer siehst im Code, hier unten also, dann nutze bitte den Typ System Timers Timer. Und das ist eben der vollqualifizierte Name und das ist dann das Token, was hier unten letztendlich genutzt wird. Sieht man aber auch eher selten. Okay, dann nehmen wir mal diese Statements wieder weg. Was auch möglich ist, würde ich Ihnen aber auch nicht raten, ist, dass man Typen einfach außerhalb eines Namespaces definiert. Das geht genauso. Und das würde ich Ihnen aber nicht raten. Diese Klasse Programm landet jetzt in einem sogenannten globalen Namespace. Und sobald Sie sich im globalen Namespace befinden, haben Sie wieder sämtliche Vorteile, die Namespaces eben bieten, verloren. Und genau das möchte ich Ihnen nicht raten. Letztendlich wird ja von Visual Studio der Namespace schon vorgegeben, den man benutzen sollte. Und halten Sie sich einfach an die Vorgabe von Visual Studio. Wenn es dann irgendwann heißt, hey, wir möchten diese Klasse umziehen, dann muss man eben händisch den Namespace anpassen, so wie hier. Aber ansonsten, wenn Sie neue Klassen innerhalb eines bestimmten Ordners erstellen, dann achtet Visual Studio schon drauf, dass der Namespace entsprechend angepasst ist und Sie müssen sich einfach bloß an diese Vorgabe halten. So, als Faustregeln noch am Ende. Benutzen Sie Namespaces, nicht den globalen Namespace. Halten Sie sich einfach an die Konventionen, die Visual Studio Ihnen eh schon vorgibt. Und benutzen Sie Using Statements womöglich, weil Ihr Code einfach viel einfacher lesbar wird. Also im Normalfall sind Namen für Typen sowieso eindeutig und dann braucht man nicht dieses zusätzliche Rauschen des vollqualifizierten Namens oben im Code. Ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben uns eben in diesem Video verdeutlicht, was Namespaces genau sind. Es gibt auch Dokumentationen zu Namespaces. Das heißt, wir können uns nicht nur einzelne Typen in der MSDN Library anschauen, sondern wir können hier eben auch direkt nach bestimmten Namespaces suchen. Ich gebe jetzt beispielsweise Namespace System an. Das ist eben der wichtigste Namespace im .NET Framework, weil da die grundlegendsten Typen definiert sind. Und hier bekommt man jetzt eben mal eine Sicht auf diesen Namespace. Hier sieht man alle Typen, die darin deklariert sind und in welchen Frameworks sie vorkommen. Und man sieht, hier ist doch eine ganze Menge drin. Und hier sieht man unter anderem eben auch die grundlegenden primitiven Datentypen wie Boolean, Byte, Char, Double, Decimal, INT32 und so weiter. Also man kann nicht nur sich einzelne Typen, die man mal kennengelernt hat, sich in der MSDN anschauen, sondern man kann sich auch einen Überblick über Namespaces verschaffen. Und als allerletzter Tipp noch, wenn Sie unterschiedliche Klassen haben, die eben unterschiedliches lösen, also die sozusagen bestimmten Schichten zugewiesen sind, wie beispielsweise hier Persistenz heißt, dass wir uns mit Datei-Ein-Ausgabe oder mit Datenbank-Ein-Ausgabe beschäftigen, dann schieben Sie das in einen eigenen Namespace, sodass Namespaces nicht nur Ihre Typen eindeutig bestimmbar machen, weil innerhalb eines Namespaces muss der Name eines Typs eindeutig sein, sondern dass man damit auch gleich am Namen des Namespaces lesen kann, was für Klassen sind denn überhaupt hier enthalten. Ja, also wenn ich Persistenz lese, dann heißt es sofort, aha, mit diesen Klassen kann ich Datei ein- und Ausgabe machen oder allgemein bestimmte Daten speichern. Wenn ich User Interface oder ähnliches habe, dann
bin ich eben irgendwie mit Klassen konfrontiert, die sich mit der Darstellung von Daten auf einem Bildschirm beschäftigen. Und so kann man eben Namespaces auch nutzen, um Klassen eben nicht nur eindeutig bezeichnen zu können, sondern auch um den Nutzer, anderen Programmierern, die meinen Code nutzen, gleich zu verdeutlichen, wo sie sich befinden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und in den nächsten Videos werden wir uns dann mit Konstruktoren beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.